Vom 4. bis zum 7. Juni fand auf Sylt der Interfriesische Kongress statt. Rund 100 Vertreter aus Westfriesland, Ostfriesland und Nordfriesland reisten auf die Insel. Ziel des Friesenrates ist es, unter anderem die Kultur, die Sprache und das Brauchtum der Friesen zu erhalten und diese Traditionen an die kommenden Generationen weiterzugeben. Eingebettet in Europa genießen die Friesen im Rahmenabkommen zum Schutz nationaler Minderheiten einen besonderen Schutz. Im Rathaus richteten der Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Nikolaus Heckel, der Bürgervorsteher Peter Schnittgart und der Landtagspräsident Klaus Schlie Grußworte an die Mitglieder des Friesenrates. Neben dem offiziellen Teil des Kongresses gab es ein abwechslungsreiches Programm für die Teilnehmer und einen regen Austausch zwischen den angereisten Friesen